Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online mit mir und Pazian LP. Wir haben ja gesagt, wir machen die Hauptquest weiter und dazu müssen wir wieder mal zurück in die Zuflucht. Und die befindet sich hier. Bin ich schon gespannt, weil irgendein unerwarteter Gast erwartet uns. Hat es geheißen vom Propheten. Wir haben jetzt auch Level 21 erreicht. Wir sind auf dem Weg, dass wir die Hälfte aller Levels geschafft haben. Also läuft ganz gut. Wir sind so bei Part 80, 90, so herum. Also bei Part 180 habe ich dann Level 50. Hoffentlich. Boah, der hat eine geile Rüstung. Habt ihr das gesehen? So will ich auch mal aussehen. Werde ich auch sicher aussehen. Fette Rüssi, mega Rüssi. Und dann, wenn wir Level 50 erreicht haben, dann können wir PvP machen, dann können wir in die Instanzen gehen und nach den Rüstungsteilen und Waffen und so weiter uns auf die Jagd machen, dass wir da richtig geil ausgerüstet sind. Und dann hoffen wir natürlich, dass auch in Zukunft richtig geile Addons rauskommen, die dann weiter motivieren, hier das zu spielen. Oh, da waren wir lang nicht mehr. Muss ja eiskalt hier unten sein eigentlich. Abnurtan, okay. Wir haben einen unerwarteten Gast, Enzelda. All meine Versuche, Sai-Sahan mit der Kugel der Zwiesprache zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt. Weshalb ich mich dazu entschied, es mit einem direkteren Ansatz zu versuchen. Also habe ich sie zu ihrem eigentlichen Zweck benutzt und bin mit Abnurtan in Verbindung getreten. Er hat eingeräumt, dass er weiß, wo Sai-Sahan ist. Aber er will den Ort nicht preisgeben. Er verlangt, mit euch zu sprechen, persönlich. So, was hast du zu sagen? So sehen wir uns wieder, Enzelda. Ich möchte mit euch über ein paar durchaus dringliche Dinge sprechen. Manimako und sein elender Meister haben finstere und schreckliche Pläne für diese Welt. Wenn ihr sie aufhalten wollt, müsst ihr das Amulett der Könige finden. Doch um das Amulett zu finden, müsst ihr erst Sai-Sahan ausfindig machen. Natürlich weiß ich das. Und vielleicht bin ich sogar gewillt, diese Information mit euch zu teilen. Für den rechten Preis. Wenn Manimako von unserer Unterhaltung erfährt, wird er mich hinrichten lassen. Ich bin eine Gefahr für ihn. Ich weiß zu viel. Daher bitte ich Abnurtan, Kanzler des Ältestenrats, Herrscher über Nibenai, formell um Asyl. Sehe ich aus, als ob ich zu Scherzen aufgelegt wäre? Es gibt einen Punkt, an dem selbst die Treue eines Patrioten über Gebühr beansprucht wird. Wenn die Dinge, die er getan und gesehen hat, mehr sind, als er ertragen kann. Wenn ich das nur könnte. Bedauerlicherweise bin ich aber gewissermaßen in Gefangenschaft und müsste dringend gerettet werden. Mein Vorschlag lautet daher wie folgt. Wenn ihr mich aus Manimakos Festung rettet und mir Asyl gewährt, werde ich euch im Gegenzug Sai-Sahans Aufenthaltsort verraten. Das könnt ihr nicht. Und es wäre töricht von euch, mir vollkommen zu vertrauen. Doch es ist nun einmal so, dass ihr mich brauchen werdet, um Sai-Sahan zu finden, während ich wiederum meinen Kopf auf den Schultern behalten muss, um für den Fortbestand des Kaiserreichs zu sorgen. Wir haben beide keine andere Wahl. Karn hat recht. Wir haben in der Sache keine große Wahl. Ihr könnt das nicht ernst meinen. Wie können wir ihm überhaupt vertrauen? Wie unser Besucher so wortgewandt sagte, können wir es nicht. Aber wenn wir Sai-Sahan finden wollen, müssen wir. Geht mit dem entseelten Lyris. Rettet Karn. Gebt ihm die Chance, sich selbst zu beweisen. Er könnte euch überraschen. So, dann gehen wir natürlich rein. Lyris dürfte uns auch folgen und wir sind jetzt wieder in Kalthafen, das Schloss des Wurms. Hört sich doch lustig an. Boah, was sind denn das auch für Viecher? Sieht richtig heftig aus. Ich bin auch gespannt, ob Drachen kommen, ob die Oblivion-Ebenen kommen, ob die Shivering Isles kommen, ob die Kreuzritterrüstung kommt und die würde ich einfach so abnormal viel feiern, wenn das so eine Legendary-Rüstung wäre. Ich würde nur nach der farmen und sonst nicht anders. Ihr scheint in bitterarm angekommen zu sein,
einer Barackensiedlung der Seelenberaubten vom Animagus Schloss. Glücklicherweise ist Manimako gerade mit einem Botengang für den dädrischen Fürsten beschäftigt. Die Garnison des Schlosses ist nicht im Alarmzustand, daher sollten wir nur auf begrenzten Widerstand stoßen. Das Haupttor ist verschlossen, aber es gibt zweifelsohne andere Wege, die man nehmen kann. Ihr seid hier der Held, oder etwa nicht? Lasst euch etwas einfallen. So, wir werden schon einen Weg finden. Lasst euch etwas einfallen, sagt er. Ich fass es nicht, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, um diesen skewigen Horker zu retten. Raffinesse und Heimlichkeit sind angebracht. Wir wollen ja nicht die ganze Schlosswache am Hals haben. Und meinte er nicht, das hier wäre eine Siedlung von Seelenberaubten? Vielleicht können wir jemanden finden, der sich hier auskennt. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einfängt. Da hast du recht. Jetzt sind wir auch in Bitterarm. Da ist ein kleiner Famasar. Famasars Leute haben ein Sprichwort. Möge euer Weg euch auf warmen Sand führen. Wie im Antlitz der zwei Monde ist Famasar hier gelandet. Er glaubt, dass er irgendwo falsch abgebogen sein muss. Mit den Füßen zuerst. Das ist der schnellste Weg hinein. Fragt Cadwell. Dieser verrückte Bastard scheint hier jeden Winkel zu kennen. Aber beeilt euch lieber. Ich habe gehört, sie hätten ihn gerade erst in ein Gebäude am Wasserlauf gejagt. Okay, das ist gar nicht gut. Cadwell hier zu finden. Er kommt auf jeden Fall viel rum. So, wo ist denn das Gebäude? Den gehen wir mal gekonnt aus dem Weg. Oh, aber dir nicht. Im Laufschritt. So. Und tot seid ihr. Wächter Cornexius. Was macht ihr hier? Eindringlinge! Okay. Renn doch nieder. So. Ach verdammt, jetzt war ich nicht in keinem Shop, um etwas zu verkaufen. Blitz, genau zur rechten Zeit, würde ich mal sagen. Nyris bezaubernd wie immer. Und ihr seht ganz schön fidel für jemanden aus, der, wie soll ich sagen, im seelischen Bereich etwas schwach aufgestellt ist. Wo immer die Kräfte des Bösen den Unschuldigen schaden, wo immer Seelen gestohlen und ihrer Körper beraubt werden, wo immer die Menschen um Gerechtigkeit flehen, dort bin ich. Ich meine, diese ganze Sache von wegen ewiger Knechtschaft ist doch schon ziemlich übel, oder? Bei die Bellas Strumpfband. Warum das? Eine herrliche Anlage, keine Frage. Aber sie ist völlig von wütenden Kultisten überlaufen, die doch recht große Waffen dabei haben. Ich verstehe. Eine Rettung also. Nun, das ist natürlich ein ganz anderes Paar Stiefel, nicht wahr? Es gibt da eine Zisterne, deren Abfluss zum Wasserlauf führt. Die Tür ist verriegelt, aber so etwas hat mich noch nie aufgehalten. Warum trefft ihr mich nicht dort und wir schauen uns das mal an? Okay. So kommen wir vielleicht am besten hinein. Hinter irgendwo Bücherregale? Nö. Rucksack. Jetzt ist da schon wieder einer da. Das darf doch nicht wahr sein. Aus dem Weg. Okay, da bricht schon einiges zusammen. Da hinten sind wieder Gegner. Da ist ja die Person, die den Mord am König vereitelt hat. Ihr gehört nicht zu den Wurmkultisten. Was wollt ihr? Wie kommt ihr darauf, dass ich einen kennen könnte? Weil ich ein Kaiserlicher bin? An diesem Ja, passt schon, du verrückte Kuh.
So, der sind wir auch ausgewichen. Und jetzt sind wir in der Zisterne. Ging ja schnell, dass wir dann den Eingang ins Schloss finden. Und da ist unser verrückter Freund. Ihr haltet gut mit. Ich kann Trödler nicht ertragen. Dieses ganze verflixte Schloss steht auf einem Meer aus irgendeinem Kram, aus dem sich das Vergessen zusammensetzt. Die Dädra benutzen Rohre, um den Fluss dieses ganzen Zeugs zu kontrollieren, aus dem es als Dampf austritt. Nun, die meisten Türen hier werden durch den Druck dieses Dampfes verschlossen. Es ist alles ziemlich kompliziert, aber kurz gesagt, wenn ich ein wenig an den Rohren herumbasteln kann, können wir die Türen in die innere Feste öffnen und ihr könnt euch hineinschleichen. Das wäre natürlich eine Taktik. Ich kann mich um das Herumbasteln kümmern, aber ihr werdet mir die Viecher vom Leib halten müssen. Das wird ein ganz schönes Gerangel. Seid ihr dabei? Natürlich. Weiter! So, der ist wieder ganz motiviert dabei. So, der läuft jetzt da entlang. Und erledigt ist das Vieh. Dass man die einfach nicht sieht, das ist auch traurig. Lange Schritte, kommt schon. Na komm, lauf weiter. So. Jo, nach einem kurzen Cut, weil meine Freundin ins Zimmer gekommen ist, hören wir uns wieder, Leute. Und, oh, das ist ein ungutes Monster, kommt mir vor. Aber viel aushalten tut er zumindest nicht. Nee, nee, den haben wir gleich. So, ist auch schon geschafft wieder. Und wir folgen weiter Lord Catwell. Oder Sir Catwell. Sonst ist da eh nichts oben gewesen. Damit kommt ihr ohne großen Aufwand hinein. Okay, was klopft er da rum? Jetzt läuft er wieder weg. Jetzt habe ich kurz auf mein Handy gucken müssen. Oh. Ich gehe wieder weg. So. Oh. Tut mir leid. Habe ich ein bisschen verpennt, dass ihr da schon gekämpft habt. Da ist wieder... Danach noch einer. Das Vieh kommt immer näher. Dann schnappen wir uns das direkt da, bevor da noch andere Gegner kommen. Und das Vieh wird jetzt auch erledigt. So, klopf weiter. Hey, sie war schon tot, wie ich das gemacht habe. Das sollte genügen. Und was passiert jetzt? Da seid ihr ja. So schnell ihr wollt. Wir haben sogar noch Zeit für etwas Tee. War mir ein Vergnügen. Nichts zu danken. Die kleinste Kleinigkeit. Wahrlich. Ihr findet diesen Tarn an der Spitze des Turms der Knochen. Ihr werdet euch auf den Weg durch das Herz der Feste machen müssen, um an ihn heranzukommen. Aber es ist nicht sehr weit. Soweit ich weiß, hat ihn der König der Würmer damit beauftragt, alle Seelensteine zu inspizieren, die ihren Weg ins Schloss finden. Und das sind, tja, alle Seelensteine. Auf dem Gelände stehen überall Kisten davon herum. Tatsächlich? Nun, vielleicht nehme ich euch beim Wort. Aber Sicherheit geht vor. Ich werde fürs Erste hierbleiben und dafür Sorge tragen, dass nichts von hinten kommt, um uns unser kleines Abenteuer zu versauen. So, danke sehr. Hat es wieder geschafft. Der verrückte Ritter wird mir langsam sympathisch. Ja, aber... Sollte ich mir Sorgen machen? Tja, vielleicht ein wenig, wenn du ihn attraktiv findest, auf jeden Fall. Würdet ihr still sein? Ich versuche hier zu arbeiten. Keinen.
Die auf dem Thron ist ein Einfallspinsel und der im Turm hat keinen Nutzen. So, als erstes mal da kämpfen. Oh, was ist denn das für eine Attacke gewesen? So, eine Truhe. Truhe. Boah, sind viele Truhen. Ah, Dietrich. Ich kenne mich endlich aus mit Truhen aufschließen. Habe ich euch das schon gesagt? Da noch eine Kiste. Nö. Brauche ich auch nicht. So, du hast so magiermäßig ausgesehen, aber du warst gar kein Magier. Und das Gold. Knoblauch, ekelhaft. Ne, ich liebe Knoblauch, ehrlich gesagt. Aufzeichnung eines Einsiedlers. Das könnt ihr euch durchlesen. So. Ne, das... Mich interessiert eher die Kiste. Die ist leer. Sodala. Ihr, beeilt euch! Die Würmer rücken vor. Ja, ich drödel ja nicht rum. So. Oh, heftiger Schlag in den Rücken. Ansonsten liegt da nix rum. So, jetzt sind wir im Turm der Knochen. Hier ist der Abnurtan. Da seid ihr ja. Ich glaubte schon fast, man hätte euch gefangen genommen. Wir haben da wohl ein kleines Problem, fürchte ich. Die Tür an der Spitze des Turms ist durch eine Zauberbarriere verschlossen. Ich habe schon zuvor gesehen, wie die Würmer ähnliche Hexereien einsetzten. Die Barriere wird euch zu Asche verbrennen, wenn ihr sie berührt. Ich habe da einen Vorschlag. Die Fleischatronachen, die in den Gängen des Schlosses patrouillieren, werden in einem Labor ganz in der Nähe der geschützten Tür zusammengebaut. Wenn ihr euren eigenen Atronachen erschafft, müsst ihr euren Befehlen gehorchen. Ihr könntet ihn zwingen, durch die Barriere zu brechen. Das ist ein ganz simpler Vorgang. Jedes fünfjährige Kind könnte ihn schaffen. Leider haben wir kein fünfjähriges Kind zur Hand. Deshalb werde ich euch wohl Schritt für Schritt anleiten müssen. Ihr braucht zunächst ein paar ordentlich große Batzen Fleisch, bringt sie ins Labor. Ich nehme dann dort mit euch Kontakt auf. Okay, das hört sich nach einem Deal an. Boah, schaut euch das an. Junge. So. Eigentlich nicht so leicht übel, aber hier bin ich auf dem besten Wege dazu. Tja. Aua, okay. Kurz außer Gefecht gesetzt. Geht. Keine sehr glorreiche Aufgabe, was? Okay, er hat noch wer was mitbekommen. Schade, dass ihr kein Fleisch abgibt, sondern nur Gold. Und das kann man natürlich nicht verwerten als nicht organisches Material. Okay, du bist was Heftigeres. Ein wenig heftiger. Aua. Aua. Komm, den schafft man doch. Renn einfach nieder.
Oh, das wird knapp. Komm, 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 komm. Puh. Ja, toll. Hat eh fast nix. Das ist eiskalt hier drin. Außer Detra-Fetzen. Bedeutet, dass die Leichenteile nicht ganz so schrecklich stinken. Also eines kann ich euch sagen. Nächste Woche gehe ich ganz sicher nicht zum Schlachter. Ansonsten was da, was mich interessieren könnte. Sieht nicht so aus. So, dann ins Labor. Das ist eh darauf und rechts. Da waren wir schon auf dem richtigen Weg. So, jetzt noch den Fleischatronachen. So, und das dürfte das Labor sein. Genau so ist es auch. Nicht sehr groß, oder? Na gut, wirkt jetzt das Ritual aus dem Buch. Mach ich. Der ist aber nicht sehr groß. Wir machen noch einen Nekromanten aus euch. Dann lauf da mal durch, bitte. Es ist der Wein durch die Tür und zum Gipfel. So. Oh, Dietrich nehme ich gerne mit. Dich verspeise ich zum Frühstück, wenn du appetitlicher wärst. Schluck des Lebens, das konnte ich jetzt wieder gut gebrauchen. Ist das sonst noch was versteckt irgendwo? Eine Kiste? Nö. Oder hier, hier vielleicht. Die ist aber leer. Dann in die Turmspitze. Unangenehme. Wo seid ihr denn aufgetaucht? Du brauchst gar nicht abhauen. So, weiter ins Verderben. Da taucht sicher wieder eine Kugel auf. Kommt doch raus. Wusste ich's doch. Wir müssen sie besiegen. Oh, sie ist heftig. Okay, geschafft. Die Magier immer zuerst töten. Jetzt ein bisschen die Magie wieder holen, sozusagen. Ist es ein weiter Weg noch? Bis dahin, ja, ja. Aber jetzt sind wieder auf einmal nur zwei rausgekommen. Bams. Und das scheint jetzt... Hinfort, unerträgliche Würmer! Ich arbeite so schnell ich kann! Da ist er. Wie es scheint, bewachen sie ihn. Ja, aber nie gut genug für uns. Die haben wir natürlich schnell erledigt.
So, dann treffen wir uns also endlich einmal persönlich. Ihr seht kleiner aus als eure Projektion. Und keinen Augenblick zu früh. Wenn ich noch einen einzigen verdammten Seelenstein hätte inspizieren müssen, hätte ich mich von diesem Turm gestürzt. Eine verständliche Frage. Ich weiß Dinge. Dinge, die euch helfen können. Lasst mich euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Manimako tut das alles nicht, um Molag Bal zu dienen. Sein schlussendlicher Plan ist es, eine Intrige gegen den Gott der Intrigen zu spinnen und seinen Platz einzunehmen. Das Amulett der Könige ist der Schlüssel zu allem. Warum glaubt ihr, dass er Saisahan entführt hat? Er foltert ihn. Er versucht, ihn dazu zu bringen, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Ha, genau. Manimako glaubt, er könne die Essenz Molag Bals einfangen und seine Macht in sich aufnehmen, wenn er das Amulett in die Hände bekommt. Er will selbst ein Gott werden. Ich würde das Leben gerne noch weiter besprechen, doch dies hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Bringt mich erst in Sicherheit, dann erzähle ich euch den Rest. So hatten wir es doch vereinbart, oder nicht? Wartet, habt ihr das gespürt? Nein. Manimako ist jetzt hier, oder wie? Ganz ruhig, Tarn. Verratet meine Geheimnisse nicht. Geht auf euer Zimmer, Abnur. Ich werde bald mit euch reden. Was macht er denn? Ah, liebe Lyris, eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausrufen? Oh, ist da jetzt ein Magier? Oh, das sieht jetzt schon wieder nicht gut aus, ey. Ganz ehrlich. Tja. Wir haben auch nicht gar so viele Tränke. Nächster Versuch. So. Eine Verständnis Amulett. Hage. Ich würde das. Ganz ruhig, Tarn. Verratet meine Geheimnisse nicht. Geht auf euer Zimmer, Abnur. Kannst du das schneller machen? Ah, liebe Lyris. Eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Die Grenzen könnt ihr gern ausloten. So. Er sieht schon ein wenig besser aus am Anfang mal auf jeden Fall. Wie ärgerlich. Der Vorgang entzieht den meisten Opfern die Energie. Trotzdem kämpft ihr immer noch. So. Den da mussten wir erledigen. Die sind die Schlimmsten. Stirb doch einfach. So, ich lass die jetzt da mal kämpfen. Nee, das muss ich trotzdem, glaube ich, zerstören. Bis sich nämlich mein Trank wieder aufgeheilt hat. Aua. Eure Kraft überrascht mich. Aber ich frage mich, wie viel ihr noch ertragen könnt. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt wird's Zeit für das da. Manimako,
Ihr wagt es, den Kanzler des Ältestenrats anzugreifen? Seine Kraft Holy crap. Schlagt ihn nieder, während er sich auf mich konzentriert. Wie könnt ihr mich betrügen, Tarn? Euer Leiden wird unendlich sein. Hey, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Er wird nicht lange körperlos bleiben. Sein Bewusstsein wird eine Weile haltlos umhertreiben. Aber das war's dann auch schon. Weil Manimako in seinem Größenwahn ein Gott werden will. Er schert sich nicht um das Kaiserreich. Er will nur Macht. Ich habe mich ihm noch nie im Kampf gestellt. Er ist wesentlich mächtiger, als ich gedacht hätte. Oh, nun gut. Für Reue ist es zu spät. Mit Gang, mit Gefangen. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen hier lebend herauskommen. Wir können ganz sicher nicht auf dem gleichen Weg zurück, auf dem wir hineingekommen sind. Ich würde vermuten, dass sie schon auf dem Gelände sind. Ein Stück den Weg hinunter gibt es einen Müllschacht. Er ist ziemlich tief, aber wir werden den Sturz wahrscheinlich überleben. Oh, das hört sich toll an, aber da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sag wie immer, danke fürs Zusehen, euer Patian LP. Tschü, Leute.